Hallo Leute, Sunny hier von der Android Device. Ich stelle euch mal heute MIUI 4 in der Version 3.28. Und ja, wenn das schon mal nicht cool aussieht, diese schöne neue Ladeanimation von MIUI, dann weiß ich auch nicht. Genug geladen. Ups. Ja, hier kommen wir zum Entsperrscreen, rechts Nachrichten verschicken, oben Kamera, die natürlich funktioniert, links Anruf tätigen, unten entsperren und ich habe hier schon ein neues Hintergrundbild, mich ein bisschen umgesehen. Ja, MIUI ist ja so ein Fall für sich, sage ich mal, weil wir hier nicht diesen sogenannten App Drawer haben, das heißt unten eine Taste, wo sich alle unsere Apps öffnen, sondern wir haben hier wie im, ich sage mal im iPhone-Stil, nur das Wischen links und rechts zur Verfügung. Aber wir können natürlich etwas mehr machen, als nur hin und her wischen. Ich fange jetzt erst einmal hier beim Startscreen an. Wir haben auch hier, wie wir sehen, ganz normal Widgets da. Und kurz mal hierzu, das ist das sogenannte MIUI-Wetter. Standardmäßig funktioniert es nicht. Ich weiß es nicht warum. Unten in der Beschreibung seht ihr aber einen Link, wo ihr das, euch die APK runterladen könnt und die da ganz normal installieren könnt, um halt diese schöne MIUI-Wetter zu haben. Ja, ein bisschen hier im Sense-Stil. Ich glaube, ich habe es auch schon mal irgendwo anders, so ähnlich bei LG oder so gesehen. Wenn wir hier oben drauf klicken, kommen wir automatisch zum Kalender. Und ja, hier haben wir jedenfalls Galerie Musik. Player, der bei mir irgendwie keine Lieder findet, warum weiß ich gerade selber nicht, da bin ich jetzt noch nicht tiefer drauf eingegangen. Themen, die wir uns natürlich runterladen können, welche wir verfügbar haben, wir können ein bisschen nach rechts online Sachen runterladen. Dann ganz rechts findet sich hier Mischen, das heißt, wir können hier einfach Sperrbildschirme verschiedene runterladen oder Symbole oder Klingeltöne. Hintergrundbilder für ein Sperrbildschirm und. Also ein bisschen Auswahl haben wir natürlich schon. Nebenbei Android 4.1.2 befindet sich hier drauf. Und wo ich gerade Tools sehe, fällt mir hier die Taschenlampe ein. Die können wir jetzt mittlerweile ganz einfach hier, wenn wir den Home-Button gedrückt halten, aktivieren und schon geht hinten, ich weiß nicht, ob man sieht, doch sieht man, ne? Das Licht an. Ganz cooles Feature, natürlich, wenn man gerade irgendwie seine Schlüssel im Auto sucht oder irgendwo, weiß der Geier was. Ne? Jo, Kalender, Notizen, E-Mail. Der Dateimanager, der ist ganz cool. Der zeigt uns hier auf den ersten Blick an, erstmal hier durchsuchen, was wir Musikvideos haben, wie voll unser Speicher ist und die Speicherkarte, was wir alles drauf haben quasi. Mit einem Wisch nach rechts haben wir den ganz normalen Datei Explorer, das heißt, wir haben uns Zugriff direkt auf unsere SD-Karte. Und hier haben wir das sogenannte Mi Drive, das ist also höchstwahrscheinlich ein Cloud-Service von MIUI, wo wir uns halt anmelden müssen und dann unsere Daten online bei denen speichern können. Ja, ein Sicherheitscenter haben wir da, etwas wie ein Antivirus-Programm, das heißt, wir können Sachen untersuchen lassen, ob da irgendwie sich vielleicht auch nicht ein Virus bei uns versteckt. Im Großen und Ganzen sind das ja eigentlich auch nur Verknüpfungen wie der Monitor zum Beispiel, das ist einfach nur eine Anzeige, wo was wie verbraucht wird, beziehungsweise das ist hier jetzt die Datenverbrauchsanzeige, das heißt, hier können wir uns unser Limit setzen für den Datenverbrauch, damit wir hier nicht unseren Rahmen sprengen. Und hier ist natürlich dann die Anzeige, welche App wie viel verbraucht hat. Was ich aber meinte, ist hier so etwas wie Anwendungen, das ist halt einfach dann so eine Anzeige, was gerade verwendet wird. Und wo wir gleich gerade bei Anwendungen sind, hier haben wir noch ein cooles Feature, indem wir den Homescreen gedrückt halten, die Home-Taste. Hier haben wir die momentanen Anwendungen. Die können wir mit einem Wisch nach oben natürlich einfach wegmachen. Und ganz cool hier unten, hier haben wir einen sogenannten Task Manager. Mit einem Klick da drauf beenden wir alle Apps und machen so den Arbeitsspeicher für uns frei. Jo, Maps, Google Local, Navigation, Galerie, Kamera. Ja, kennen wir eigentlich alles. Kamera funktioniert ganz normal gewohnt, wie von Android 4. Standarden. News und Wetter, das ist glaube ich von, wo habe ich das schon mal gesehen? Ja, ich bin jedes Mal irgendwie woanders bei mir in der Gegend. ganz genau ist das irgendwie nicht. Schlagzeilen haben wir.
Und die letzten Apps, Control Panel, das kann man sich zusätzlich installieren und man kriegt ein paar Features dazu. Leider bei dem Handy Design HD jetzt nicht so viel. Hier sowas wie Uhr verstecken und Show Keys und Career Logo. Hier oben wird dann das MIUI Logo angezeigt, anstatt jetzt bei mir O2 zum Beispiel. Steht auch nicht mehr, naja, egal. Ja, Play Store, Proximity, ich weiß nicht was. Recalibrator, irgendwas mit Sensor für das dieser HD, würde ich mal einfach die Finger von lassen, wenn man das nicht genau weiß, was es ist. Ein OTA-Updater, Over-the-Air-Updater, finde ich auch ein cooles Feature. Hier kann man es halt ROM-Updates automatisch runterladen. Und das ist das MIUI-Weather. Weather. Wo bin ich in Adamantina? Ich weiß nicht, ob es einer von euch kennt, ich kenne es nicht. Jedenfalls bin ich aber eigentlich in der Regel hier irgendwie das nur. Naja. ja, hier unten haben wir halt noch ganz normal Telefon. Auch wieder mit T9 können wir dann irgendwelche Menschen anrufen, wenn wir das machen möchten. Kontakte möchte ich jetzt nicht zeigen, weil da schon Google meine Kontakte importiert hat. Den Internetbrowser natürlich wieder vorhanden mit den wichtigsten Lesezeichen. Ich weiß zwar nicht, wer es auf CNN und New York Times von uns hier in Deutschland geht, ich tue es nicht. Ich würde dann eher sowas wie Google bevorzugen. Jedenfalls funktioniert er auf jeden Fall. Und wir haben so oder so natürlich auch den Play Store da, um uns Alternativen runterzuladen. Und hier haben wir nochmal die SMS-Funktion. Ja, alles in einem, also wie gesagt, finde ich das eigentlich, dass MIUI sich grafisch am meisten von den ganzen Custom-ROMs abhebt. Finde ich sehr interessant auf jeden Fall und ich habe schon wieder sehr viel erzählt dazu. Ich hoffe, wie gesagt, es gefällt euch das Video, abonnieren nicht vergessen. Download-Links zu ROM und Weather-APK findet ihr natürlich immer in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Selector.